Sie hören den Kurier. Hallo und herzlich willkommen zu einem Kurier-Sommergespräch, bei dem wir Spitzenpolitikerinnen und Spitzenpolitiker einladen, gemeinsam mit Menschen aus Kunst, Kultur und Wissenschaft über die Herausforderungen unserer Zeit und über ihre persönlichen Hoffnungen, Ängste und Sehnsüchte zu sprechen. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem Kurier-Sommergespräch aus unserer Reihe, wo Personen aus Politik, Personen aus Kunst, Kultur und Wissenschaft zum Gespräch treffen. Heute darf ich bei mir begrüßen die Klubobfrau der Grünen, Sigrid Maurer. Hallo. Und Simulationsforscher Niklas Popper. Hallo. Grüß Gott. Danke Ihnen beiden, dass Sie sich bereit erklärt haben, bei uns mitzumachen. Jetzt, Sie beide kennen wir ja alle aus den Medien. Sie, Frau Maurer, schon ein bisschen länger. Sie, Herr Popper, spätestens seit der Pandemie. Aber mich hätte interessiert, woher kennen Sie eigentlich einander? Also wahrscheinlich von Twitter, beziehungsweise dann in Pandemieausbruchzeiten aus den diversen Expertenmeldungen. Aber in der Tat, ich glaube, persönlich haben wir uns noch nicht so sehr oft getroffen. Das ist richtig. Okay. Zwei, drei Mal, obwohl wir in der Nähe voneinander wohnen, also zufällig schon, aber bei Meetings gar nicht so oft. Das liegt aber wahrscheinlich daran, dass die Frau Maurer in der Parteipolitik, kann man das als politischer Laie so sagen, also mehr parteipolitisch und in der Regierung, in der Koordination tätig ist. Ich bin ja eigentlich immer mit, das ist jetzt alles dünnes Eis, weil ich wahrscheinlich am Blödsinn sage, aber ich bin ja sozusagen mit den Repräsentanten von Ländern oder vom Bund sozusagen zugange, weil wir ja die beraten. Kann man diese Unterscheidung vielleicht treffen? Ja, na, das ist alles total richtig. Also ich bin ja Klubobfrau und damit nicht, also ich bin nicht Gesundheitsministerin oder sowas gewesen. Aber ich habe irgendwann angefangen, den Niki Popper anzurufen, um mir direkt die Infos zu holen im absoluten Wirrwarr verschiedener Experteneinschätzungen. Also es waren echte Experten und Expertinnen natürlich auch dabei, aber es hat irgendwann eine Phase gegeben, wo das sehr durcheinander gegangen ist und da wollte ich dann valide Informationen haben. Ich glaube so. Wobei ich da ergänzen muss, ich telefoniere natürlich extrem gern mit der Frau Maurer, aber ich telefoniere auch mit Vertreterinnen und Vertretern von allen anderen Parteien. Und bis auf eine haben mich auch alle angerufen. Ja, und wie haben Sie da während der Pandemie das Zusammenspiel zwischen Politik und Wissenschaft oder Ihrer Forschung wahrgenommen? War man da wirklich interessiert an dem, was Sie sagen wollten? Hatten Ihre Ratschläge ernst genommen oder hatten Sie angerufen und dann... Naja, die Frage habe ich ja, wie Sie sich denken können, schon ein paar Mal gestellt bekommen, wie wahrscheinlich Kolleginnen und Kollegen wie die Elisabeth Buchhammer oder der Andreas Bergtaler auch. Aber nachdem wir jetzt hier gemeinsam sitzen, kann man es vielleicht so sagen, in Zeiten, wo es irgendwie zach ist und wo gerade irgendwie nicht klar ist, was los ist, dann werden die Doro von Laa und der Andreas Bergtaler und Leute wie ich gefragt. In anderen Phasen hat man dann manchmal den Eindruck, dass eher die Siege Maurer und der August Wöginger wieder die Virologinnen des Landes sind, weil es da um andere Aspekte dann geht. Und das meine ich jetzt durchaus sozusagen ein bisschen, um sozusagen das zu beantworten. Wenn sozusagen es unklar ist, was epidemiologisch, was bei in unserem Fall von der Systemdynamik passiert, dann reden wir natürlich, dann telefonieren wir auch mit vielen Leuten. Aber da muss man, glaube ich, ganz ehrlich sein, in anderen Phasen sind andere auch sehr wichtige Aspekte sozusagen im Vordergrund und da hat dann halt die Politik wieder mehr zum Sagen. So würde ich es einschätzen. Würden Sie, also Sie schauen ein bisschen skeptisch. Also Virologin war ja zum Glück absolut nie unter August Wöginger wirklich auch nicht. Aber was natürlich stimmt, also für uns ist natürlich die Faktenbasis des Um und Auf zu wissen, was passiert und was lang geht. Und da hatte ich immer großes Vertrauen in den Popper. Aber natürlich, die Wissenschaft muss sich weder kümmern um, ist irgendwas rechtlich umsetzbar, braucht es dafür Gesetzesänderung, ist es unter Einhaltung aller anderen Rahmenbedingungen, Datenschutzgesetze, Verfassung und so weiter, ist es überhaupt möglich? Ist es verfassungsrechtlich so abgrenzbar, dass es durchführbar ist? Ist es durchsetzbar mit einer Mehrheit beispielsweise in den Bundesländern oder braucht dafür überhaupt eine 15a-Vereinbarung? Um diese ganzen Dinge muss sich die Wissenschaft ja nicht kümmern. Die kann einfach sagen, das wäre gescheit. Und die Politik
ist dann aufgerufen, das, was eigentlich gescheit wäre, tatsächlich in eine Umsetzungsfähigkeit zu gießen. Und das ist ein Punkt, an dem ja, sich manchmal spießt. Nicht alles, was gescheit ist, ist dann umsetzungsfähig. Genau, oder nicht umgekehrt. In der Zeit umsetzungsfähig. Also das trifft Politik ganz grundsätzlich sehr oft. Mhm. Also es wäre was total gescheit, aber wir haben halt 9 Bundesländer, die sind kompetenzrechtlich zuständig und es kann der Bund nicht einfach sagen, bitch, batsch, das machen wir jetzt so, sondern ja, es braucht andere Rahmenbedingungen. Und also ich glaube, das Verständnis für diese unterschiedlichen Systeme, Politik und Wissenschaft, also da hat es schon eine Annäherung gegeben in der Pandemie, glaube ich, zumindest bei manchen. Aber der grundsätzliche Unterschied bleibt natürlich weiterhin. Also da muss ich bestätigen, also sowohl der Herr Wöginger wie auch die Frau Maurer haben nie sich als Virologinnen oder Virologen eben betätigt, wie andere schon. Also ich muss sagen, wenn du zu einer GEKO-Sitzung gehst und irgendein Bundeslandvertreter von der Wirtschaftskammer erklärt in einer Pressemeldung, das und das ist epidemiologisch nicht mehr sinnvoll, frage ich dann natürlich, ich bin ja ein sehr zurückhaltender Mensch in der Sitzung, was soll das genau? Weil der kann ja sagen, unsere Wirtschaft hält das nicht mehr aus. Oder es gibt andere Gründe eben. Nur er hat nicht zu sagen, wenn ich jetzt so keck sein darf, das ist nicht mehr sinnvoll aus epidemiologischer Sicht. Und ich glaube, das haben wir erlebt und das funktioniert in einigen Bereichen jetzt sehr viel besser, dass man sich überlegen sollte, wo sagt man was dazu. Und da überlebe ich selbstkritisch, muss ich auch sagen, bei manchen Expertinnen und Experten wundere ich mich auch, wozu die sich äußern. Und auch ich wandle da sozusagen immer an einem Grad. Ja? Also es gibt einfache Sachen, wenn Sie mich fragen, brauchen wir eine Maske, sage ich, fragen Sie eine Hygienikerin. Mhm. Und keine Ahnung, wie mutiert der Virus, sage ich, rufen Sie Uli Elling an. Und wenn Sie fragen, wie funktioniert die Systemdynamik, was passiert da gerade, warum ist der Sommer 22 anders wie der Sommer 21, können wir es Ihnen beantworten, weil wir uns seit 15 Jahren damit beschäftigen. Das, was ich mir allerdings vielleicht wünschen würde von der Politik, also zum Beispiel von Herrn Wöginger und von der Frau Maurer, die dann das ja vielleicht in der Koalition machen können, ich glaube, wir brauchen eine Standardisierung. Es ist genauso, wie die Epidemie in Wellen kommt, ja, ist sozusagen die Wichtigkeit von den handelnden Rollen so ein bisschen in Wellen. Und das ist, was ich gemeint habe. Welche handelnden Rollen meinst du? Naja, wann die Experten wie wichtig sind, ob welche Themen jetzt im Vordergrund stehen. Also es ist immer sehr lustig, weil wenn zum Beispiel in früheren Frühlings- und Sommers auch schon aufgesperrt hätte werden sollen, war große Partyveranstaltung, da bin ich da gesessen und gesagt, was ist jetzt genau los? Wir werden in 3 Monaten, werden wir alle sitzen, wieder voll Depression haben. Also sozusagen diese Wellen. Und was ich glaube, was wichtig wäre, und das sieht man auch in GEKO, ist, von der Politik bräuchten wir stabilere Prozesse, wie Wissenschaft in Entscheidungen eingebunden werden. Zum Beispiel die Frage, warum sitzt der Herr Popper in einem Gremium? Also welche Menschen sitzen in Gremien? Was passiert mit den Antworten? Wie werden die transparent publiziert? Wie werden sie integriert? Und ich glaube, da bräuchten wir in weniger bewegten Zeiten, und leider werden wir die jetzt nicht haben, aber zumindest was Covid betrifft, glaube ich, da würde sich die Wissenschaft zumindest die Menschen, mit denen ich rede, wünschen, dass wir noch klarere Prozesse haben, wie es in anderen Ländern auch gibt. Und nein, da ist das Robert-Koch-Institut nicht immer das einzig gute Beispiel, um das auch gleich zu sagen, um mich unbeliebt zu machen. Aber da brauchen wir, glaube ich, bessere Strukturen noch. Da können wir noch viel lernen als Land Österreich. Wären Sie da dafür? Also, dass man sich das auch noch mal genauer anschaut zumindest? Also grundsätzlich, ich war ÖH-Vorsitzende, habe in der Zeit, wo ich jeweils nicht im Parlament war, immer am IHS gearbeitet, als Sozialwissenschaftlerin. Und ich kenne die Problematik sehr gut. Also gerade das IHS hat ja sehr stark angewandt. Und ich kenne schon das Phänomen auch von der anderen Seite quasi. Man hat irgendein Problem, man beauftragt irgendeine Studie, die Wissenschaftlerinnen kommen zu irgendwelchen Ergebnissen, die dann unterschiedlich gut umsetzbar sind. Die Politik neigt schon, manche Parteien neigen schon dazu, sich halt das rauszupicken, was ihnen gerade gefällt. Oder zum Beispiel auch Expertinnen zu holen, die halt dann das sagen, was man von ihnen erwartet. Also das gibt es durchaus auch. Und das ist natürlich Das wird mir ganz oft vorgeworfen. Interessanterweise von allen. Also nach so einem Interview wird man sagen, ich sage ja eh nur das, was die Frau Maurer hören möchte. Früher hat man immer gesagt, ich sage das, was der Herr Kurz hören möchte.
Also, Entschuldigung, jetzt habe ich unterbrochen. Ja, ja, nein. Also, das, also wir haben grundsätzlich, glaube ich, schon ein Thema mit wissenschaftsbasierter Politik in Österreich seit ewigen Zeiten. Ja. Und also gleichzeitig war sie natürlich jetzt auch von der umgekehrten Seite als Politikerin. Es ist einfach oft nicht praktikabel, was die Wissenschaft liefert oder was sich die Wissenschaft zum Teil vorstellt. Gibt es ein Beispiel? Ja, ist also zum Beispiel, ich nehme ein anderes, jetzt nicht Pandemie, sondern die Teuerungsbekämpfung. Ideal wäre, wir hätten Haushaltsdaten, wir wüssten, wer mit wem zusammenwohnt und könnten damit sehr zielgerichtet die Familien, die es besonders brauchen, unterstützen und entlasten. Gibt es aber nicht. Wir haben diese Haushaltsdaten nicht. Und sie zu erheben, wäre sehr aufwendig. Das heißt, eine Maßnahme, die wir in diese Richtung entwickeln würden. Vielleicht eine Datenschutzfrage, das weiß ich nicht. Aber, ja. Naja, wenn man ein Gesetz dafür macht, dann wird das schon gehen. Okay. Aber also der Staat weiß ja, die Länder wissen ja, wer Sozialhilfe bekommt und so weiter. Also das wäre schon alles grundsätzlich machbar. Aber klar, es kommen dann Datenschutzthemen auch dazu. Aber es, also, und es kann jetzt noch so gescheit sein. Und die Wissenschaft hat vollkommen recht, dass das gut wäre, das so zu machen. Aber es ist einfach nicht umsetzbar. Und ich glaube schon, dass, also das ist was, was ich immer wünsche, als jemand, die den Wissenschaftsbetrieb zumindest zum Teil auch kennt und als Politikerin, die jetzt auf der anderen Seite sitzt, dass schon die, dass es da Annäherungen gibt. Ja? Also zwischen dem und nämlich, da kommt noch was anderes dazu, die Funktionsweise von Politik, da kann jetzt der Niki Popper wieder Dinge erzählen, wo man sich wahrscheinlich, wenn man aus der Wissenschaft kommt, ganz überrascht ist, wie Prozesse und Dynamiken laufen, weil das ist natürlich dann, also in der Pandemie, irgendein Landeshauptmann weiß, es wird morgen am Abend was beschlossen werden in der gemeinsamen Runde, aber er prescht heute noch vor und präsentiert den Vorschlag, der am nächsten Tag beschlossen wird, damit er als der große Macher dasteht und derjenige, der die tolle Lösung vorgeschlagen hat und alle anderen folgen dann. So, also diese, solche Dinge sind zum Teil... War das so? Hat Sie sowas manchmal überrascht? Nein, überrascht nicht. Okay, aber Sie haben es... Naja, das ist ja auch lustig. Es gab ja dann viele, die gesagt haben, wir können auch Pandemie simulieren oder modellieren. Darum geht es ja im Kern nicht, sondern es geht darum, Interventionen zu modellieren und das machen wir und meine Gruppe seit 15 Jahren. Da haben wir jetzt zwar nicht mit so high-ranked Politicians zu tun, aber mit Entscheidungsträgern im Dachverband, im Ministerium arbeiten wir seit vielen Jahren zusammen. Und die Mechanismen sind ja durchaus ähnlich, also glaube ich. Mhm. Ich glaube auch, und also, da bin ich völlig bei Ihnen, kann man vorstellen, wie das Leiden von Politikerinnen und Politikern manchmal mit Wissenschaftsaussagen ist. Weil da denke ich mir auch manchmal, was soll ich jetzt damit? Ja, also das ist eh lieb, aber, und das stimmt sicher auch, aber wir haben das jetzt bei der Diskussion über die Quarantäne erlebt. Also da gab es eine Diskussion, wo innerhalb von 12 Stunden zwei diametral entgegengesetzte Aussagen von sehr renommierten Forschern kommen. Und ich versuche es dann zu erklären und sage, Freunde, der eine redet darüber, was jetzt gerade ist und der andere redet darüber, was sein könnte. Ja, also in der Medizin oder in der Gesundheitssystemforschung geht es da um den Punkt, kann eine Intervention grundsätzlich funktionieren? Das ist eine Frage. Und funktioniert die gerade beim Patienten Österreich? Ne? So, und da muss man mal darüber reden, dass die von zwei verschiedenen Dingen sprechen. In der Politik, und das verstehe ich auch total, kommt das natürlich nicht an, weil die haben andere Sorgen. Ja, da gibt es eben 1000 Aspekte zu sehen und abzuwägen. Und da muss ich sagen, da finde ich dann auch nicht, ich habe ja oft auf Twitter dann auch kriege ich irgendwie die Meldung so, Seehofer, sie sollen nur die Zahlen sagen und nicht irgendwie mehr dazu. Und dann sage ich, ja, aber davon hat keine Politikerin oder kein Politiker was, weil das ist hochkompliziert, was wir tun und das muss man einordnen und darüber muss man diskutieren. Und das ist auch, was ich immer wieder sage, natürlich liegen wir mit unseren Prognosen auch oft falsch. Und zum Beispiel jetzt, wo die Testungen sehr, sehr kompliziert werden, weil immer anders, immer weniger, aber auch anders getestet wird, nur in meinen Augen sind die Prognosen nur 5 oder 10% von dem, was wir tun, sondern eigentlich die Hauptsache ist, dass wenn wir zum Beispiel miteinander reden, dass ich erklären kann, warum ist das jetzt im Hintergrund so oder wenn ich eine Handlung setze, was passiert da dann eigentlich? Jetzt würde ich gerne nochmal zurück zum Pandemie, abseits Geschehen, Politik und Wissenschaft gehen. Es ist ja auch ein bisschen jetzt in den letzten Monaten
vorgekommen, dass die eine Seite der anderen vorwirft, Gefälligkeitsgutachten beauftragt zu haben und so weiter. Liegt es auch da, also eine Partei der anderen oder eine Interessensgruppe der anderen, liegt es auch an der Art der Finanzierung der Wissenschaft in Österreich? Also ehrlicherweise, ich weiß jetzt nicht, wovon die Rede ist. Ich weiß nichts von irgendwelchen Gefälligkeitsgutachten, dass die Freiheitlichen grundsätzlich jedes Gutachten von jedem Wissenschaftler als Gefälligkeitsgutachten titulieren. Das ist jetzt nicht verwunderlich. Nein, ich glaube, Sie haben schon auch einmal einen Wissenschaftler gefunden. Oh ja, oh Gott. Ja, ich erinnere mich als in der Impfpflicht, aber Wissen, ja. Aber die FPÖ findet dann immer Wissenschaftler, die zwar Wissenschaftler sind, aber für ein völlig anderes Thema und die dann kommentieren. Aber jedenfalls glaube ich nicht, dass das ein Vorwurf ist, der jetzt abseits von der Freiheitlichen, die halt wirklich alles versuchen, um das zu destabilisieren und die Pandemie kleinzureden, dass das jetzt der Fall ist. Was die Finanzierung von Wissenschaft betrifft, auch das ewig langes Thema, mit dem ich mich natürlich sehr intensiv beschäftigt habe. Und wir haben 2017 einen Beschluss im freien Spiel der Kräfte, damals gegen die ÖVP und den damaligen Wissenschaftsminister getroffen, die Universitäten massiv stärker zu finanzieren. Davon profitieren sie bis heute. Aber wir haben natürlich auch sonst Themen, was Wissenschaftsfinanzierung betrifft, insbesondere was den FWF betrifft, also den Fonds für wissenschaftliche Forschung, der die Grundlagenforschung in Österreich finanziert. Das ist ein Thema, das immer wieder aufkommt und das auch nicht weggehen wird. Genauso die grundsätzliche Frage, wie wird Landinstitute wie das IHS finanziert, das WIFO und auch viele kleinere Institute, die auch an gute angewandte Forschung machen. Also das ist ein Thema, das mir natürlich speziell am Herzen liegt auch. Ja. Also ich weiß nicht, ob man es jetzt gehört hat, weil ich habe die Frau Maurer fast nicht gehört wegen dem Baulärm. Genau, nebenan wird sie, glaube ich, Rasen gemäht oder so. Ich glaube, es ist ein spannendes Thema. Und es gibt zwei Aspekte. Der eine ist, es ist die berechtigte Frage und mir ist das sehr wichtig, wie wird etwas bezahlt? Also zum Beispiel kommen wir jetzt in einem Rechnungshofbericht vor, zwar nicht namentlich, aber über eine Subbeauftragung über die Gesundheit Österreich vom Gesundheitsministerium und ich finde das total wichtig. Wir stellen jede direkte Beauftragung online. Wenn irgendjemand das wissen möchte, geben wir auch, soweit das datenschutzrechtlich zulässig ist, immer alle Daten her. Wir machen genaue Stundenlisten. Wir erklären, was wir gemacht haben. Also das erscheint mir schon sehr wichtig, weil auch im Zuge dieser Beinschab und sonstiger Diskussionen glaubt ja jetzt jeder, der ihre Zeitung konsumiert, na, das sind lauter Koffer, die da irgendwelche Studien machen. Und ich glaube, das ist für Österreich ein bisschen ein schwieriges Thema. Und insofern muss man dem, glaube ich, entgegensteuern. Um möglichst hohe Transparenz an den Tag legen. Das ist das eine. Das zweite ist, es ist allerdings ein Irrglaube, zu sagen, naja, eine Studie oder eine Modellierung oder was weiß ich jetzt, die Abwasseranalysen oder tausend andere Dinge, die jetzt passiert sind, werden beauftragt und das ist hier zu hinterfragen, sondern, und das hat die Frau Maurer auch gerade gesagt, es ist ja grundsätzlich zu hinterfragen, weil wenn ich über die Uni sehr viel Geld kriege, dann könnte man ja die Frage stellen, warum hat diese Person sehr viel Geld? Das ist im Idealfall und das ist normal auch so eben eine Qualifikation. Das heißt, gibt es ja Prozesse, wie Stellen ausgeschrieben werden. Aber natürlich ist man, wenn man sozusagen diese Grundfinanzierungen hat oder Förderungen bekommt, ja auch nicht im luftleeren Raum. Ja, also das heißt, die Politik interagiert da immer mit der Wissenschaft. Das heißt, es gilt in meinen Augen nicht nur für direkte Beauftragungen und direkte Forschungskooperationen, sondern für eigentlich alle Bereiche. Ich muss immer mir die Frage stellen, was tue ich, wer zahlt das und kann ich das rechtfertigen? Das muss nicht immer einen direkten Nutzen haben. Grundlagenforschung ist total wichtig. Aber ich glaube, dass man das schon weiter fassen muss, was da sozusagen wie finanziert wird und dass man das auch immer wieder erklärt und dass man auch gefragt werden kann. Und das zweite Thema, was ich wichtig finde, ist eben, was passiert mit den Ergebnissen? Weil wenn mir jemand sagt, die Frau Maurer hat bei mir eine Studie gekauft, dann kann ich sagen, ja, aber ich stelle die sowieso online. Also die Diskussion haben wir mit eurem Minister letztens gehabt. Da hat er gesagt,
dürfen wir die dann eh online stellen und das Ergebnis publizieren. Da habe ich gesagt, das müssen Sie nicht, weil in 2 Stunden steht das eh online. Das wissen Ihre Mitarbeiter eh, weil wir das immer so machen. Mhm. Weil auch alle Inputs, die wir in Gecko liefern, werden online gestellt mit so weit möglich allen Quellen und allen Erklärungen, damit man das diskutieren kann. Also das sind für mich alles Dinge, da können wir alle, und da brauchen wir die Unterstützung der Politik, noch sehr viel besser werden. Und jeder muss in seinem kleinen Bereich, so wie wir auch, finde ich, da das Beste tun, damit die Leute verstehen, warum habe ich da jetzt mein Steuergeld reinzahlen müssen? Warum wurde das entschieden? Was passiert mit den Ergebnissen und wie wird dann entschieden damit? Wir haben gerade jetzt im Zuge des Beschlusses zum Parteiengesetz auch beschlossen, dass sämtliche Studien, Gutachten, Beauftragungen auf allen Ebenen, also Bund, Länder- und Gemeindeebene, veröffentlicht werden müssen. Also das ist quasi ein Vorgriff auf das Informationsfreiheitsgesetz. Mhm. Und ich glaube, das ist ein sehr guter und richtiger Schritt, weil, also ich kenne das ja auch noch aus Oppositionszeiten, dass es schon mühsam ist, wenn da eigentlich Studien vorhanden sind und Ergebnisse vorhanden sind, die aber dem Parlament und der öffentlichen Diskussion nicht vorliegen. Mhm. Wobei, das ist halt auch eine zahre Geschichte, muss man sagen, weil in Gecko sitze ich oft und sage, wieso wird denn das Ergebnis jetzt zum Beispiel nicht veröffentlicht? Also da haben wir lange Diskussionen geführt. In der Geschäftsordnung, die jetzt einmal online gestellt wurde, steht auch drin, dass wissenschaftlicher Input zu veröffentlichen ist oder dass der in jedem Fall von denen, die ihn gestellt haben, veröffentlicht werden darf. Und vieles, wie zum Beispiel der Variantenmanagementplan, wo es im Mai einen Vorschlag gibt, der ist in dieser Urfassung noch nicht online, also noch nicht veröffentlicht. Und da ist immer der Punkt der, das finde ich ein schönes Beispiel, das übergibt man der Politik und da kommt dann wirklich ein Plan raus, der wirklich umgesetzt wird. Und der geht mich auch nichts an, weder terminlich noch was da abgestimmt wird, weil das sind eben extrem komplizierte Dinge. Und ich glaube, da ist auch sozusagen, sind die Vorwürfe, die man der Politik macht, oft die falschen. Nämlich, dass dann eben abgestimmt wird zwischen Bund und Ländern, zwischen Sozialpartnern. Aber ich glaube eben auch in dem Zusammenhang, dass die Grundinformation zum Beispiel, die wir euch liefern, die sollte dann transparent sein. Mhm. Und das ist das, was wir uns wünschen. Und ja, da gibt es Initiativen, aber wie soll ich sagen, da sind wir erst am Anfang des Weges. Aber die Grünen sind auch noch nicht so lange in der Regierung. Naja, wir haben jetzt gerade das Gesetz beschlossen dazu. Also, jetzt wollte ich Ihnen die Rutschen legen, dass das Potenzial ist. Nein, also wir sind ja da grundsätzlich, also das ist ein Thema, das wir immer betrieben haben und auch in den Ministerien, wo wir verantwortlich sind, das versuchen, so gut wie möglich zu machen. Was, glaube ich, wichtig ist, ist bei diesen Sachen halt auch dazu zu sagen, manche Dinge muss man kontextualisieren. Ja. Weil wir haben gerade in der Pandemie halt auch regelmäßig die Situation gehabt, dass irgendwelche Leute irgendwelche Prognosen gerechnet haben, also schon Wissenschaftlerinnen, aber Fachfremde zum Teil. Mhm. Und ich erinnere mich noch gut an diese Situation, wo wo eine Prognose da war, berechnet von jemandem, der das nicht seit 15 Jahren macht, und der Kanzler daraufhin seine berühmte Aussage gemacht hat mit jeder wird jemanden kennen. Ja. Das war nicht so optimal für mich. Ja. War Ihnen eigentlich... Darf ich dazu was sagen? Da war ich direkt betroffen. Also die kommt nicht von uns. Danke übrigens. Das wird mir auf Twitter auch immer wieder erklärt. Das sind von mir hochgeschätzte Kollegen, aber die halt nicht mit dem Thema befasst waren und die das eben gerechnet haben. Das haben wir dann auch intern, ich finde immer, man muss sowas nicht medial diskutieren, wir haben das dann auch intern besprochen, haben mittlerweile mit einem der Kollegen auch eine wissenschaftliche Publikation geschrieben. Es trifft aber einen Punkt, also wenn ich über Transparenz rede, meine ich nicht, dass jeder jeden Topfen veröffentlichen sollte, weil das bringt nichts. Ja, also ich glaube, die Wissenschaft hat schon die Verantwortung, und dann in Zusammenarbeit mit der Politik sich zu überlegen, welche Gremien sind es, die das veröffentlichen. Also wir haben uns, um ein Beispiel zu nennen, im Gesundheitsministerium darauf geeinigt, dass wir 3 Modelle rechnen mit wirklich sehr erfahrenen Kollegen, die das eben schon seit vielen Jahren machen, die vergleichen und das ist die Prognose, die wir auch erstellen. Ja. Dann machen wir detaillierte Modellberechnungen für verschiedene Fragestellungen, das teilen wir uns mit Peter Klimek dann auch auf, je nachdem, wo das Modell besser passt. Aber wir haben deshalb gesagt, wir hauen diese 3 Modelle zusammen,
damit wir eine bessere Qualität haben. Irgendwann wird der Rechnungshof berechtigterweise fragen, warum gibt es da nicht nur eins? Sind die einen zu blöd? Und dann muss man das beantworten. Dann muss man sagen, ja, das ist state of the art. Es gibt zum Beispiel auch den European Scenario Hub, wo wir auch dabei sind, wo von allen Ländern alle Modelle, die eine gewisse Qualität haben, zusammengeschmissen werden, damit man voneinander lernt. Und das kann man wissenschaftlich erklären, warum wir da drei Modelle rechnen. Also ich meine jetzt mit der Transparenz überhaupt nicht, dass jeder aufgefordert ist, jeden Topfen zu publizieren. Und das mit den 100.000 Toten war eben so ein Beispiel. Und ich war einer der wenigen, der auch am Tag, als das präsentiert wurde, ohne Vorbereitung sofort widersprochen hat und gesagt hat, naja, das glaube ich so nicht. Ich muss es, müsste es mir jetzt durchlesen, aber das ist es nicht. Aber das sozusagen, da muss man eben diese Prozesse finden. Ja, warum sagt wer was und was bedeutet das dann auch im Gesamtkontext? Und das wäre ja in Gecko die Idee, nämlich die verschiedenen Stakeholder zusammenzubringen. Und da war mir aber auch wichtig, dass man die Sphären trennt und dass man sagt, die Wissenschaft dort ist das eine. Und die, die dann diese Gesamtabstimmung machen, wie ihr es ja in der Politik machen müsst, sind die anderen. Da muss man auch in der Kommunikation trennen, weil das erste ist Evidenz und das zweite ist dann, was heißt das? Und das zweite ist nicht böser oder schlechter oder irgendwie gemauschelt, sondern da geht es dann darum, eben können die Kinder in die Schule gehen, obwohl ein Ansteckungsrisiko besteht. Also das sind viele Dinge, aber die müsste man in meinen Augen ein bisschen trennen und eben besser strukturieren. Und nur noch einmal mit den 100.000 Toten, das waren nicht mehr. Ich möchte dann gern den Komplex Politik und Wissenschaft abschließen. Wir würden noch so viel sagen. Ich glaube Ihnen aufs Wort, Herr Papa. Zum Beispiel übrigens manchmal sehr lustig, wenn man wenn zum Beispiel die Frau Rendi Wagner, die kenne ich noch, die beim Rendi Wagner, als sie Abteilungsleiterin oder Sektionschefin im Gesundheitsministerium war, haben wir begonnen, die Masern zu berechnen. Und wenn ich dann erzähle, dass die mich angerufen hat oder wir telefoniert haben, fragen dann andere Parteien manchmal, ja, wieso habt ihr jetzt telefoniert? Also es ist dann sehr lustig auch, wie das zwischen den Parteien funktioniert. Das ist aber für einen Außenstehenden irgendwie auch ganz interessant, wie da oft so die Befindlichkeiten sind. Aber das erzähle ich, kann man ein anderes Mal diskutieren. Ich glaube auch, weil wir müssen dann auch uns den anderen Themen noch widmen. Das machen wir aber gleich nach einer kurzen Werbepause. Sie bleiben bitte dran, wir reden gleich weiter. Bevor es weitergeht, ein Hinweis in eigener Sache. Ihr seid Sport und vor allem Fußball interessiert. Ihr fiebert mit dem österreichischen Nationalteam genauso mit wie mit Rapid, der Austria oder Salzburg. Dann seid ihr bei der Nachspielzeit genau richtig. Denn wir, das sind Stefan Berndl und ich, Caroline Krause-Sandner, gehen jede Woche in eine Verlängerung. Wir thematisieren alles, was sich auf oder neben dem grünen Rasen so tut. Von Analysen bis hin zu Interviews liefern wir euch die wichtigsten Infos. Die Nachspielzeit gibt es überall dort zu hören, wo es Podcasts gibt, sei es auf Apple Podcasts oder Spotify. Wir freuen uns, wenn ihr reinhört. Herzlich willkommen zurück zu unserem Kurier-Sommergespräch mit Sigrid Maurer und Niklas Popper. Wir haben jetzt vor der Pause über Politik und Wissenschaft geredet. Abschließend, Frau Maurer, würde Sie jetzt noch mal gern fragen, wir haben schon kurz angesprochen, wie sehr basiert denn Ihr Job eigentlich auf der Beschäftigung mit Zahlen und Analysen und Statistiken, und wie sehr ist Politik auch eine Sache von Bauchgefühl? Na, grundsätzlich ist unser Anspruch als Grüne natürlich, evidenzbasierte Politik zu machen, und zwar in allen Feldern, von denen wir reden. Mhm. Da spielt natürlich spielen Studien selbstverständlich eine große Rolle. Und reines Bauchgefühl ist nicht entscheidend für die politischen Entscheidungen, die wir treffen. Nur die Zahlen an sich sind es logischerweise auch nicht, weil, wie schon gesagt, wir sehr viele unterschiedliche Aspekte berücksichtigen müssen. Und genau das macht ja Politik aus. Politik bedeutet immer das Verhandeln von verschiedenen Interessen bedeutet einen Kompromiss zu finden zwischen verschiedenen Ansprüchen. Und das ist eigentlich der Punkt. Aber Bauchgefühl, natürlich hat man als erfahrene Politikerin ein Bauchgefühl zu bestimmten Dingen, aber das ist jetzt nicht so, dass man sich denkt, ja, ich glaube, das wäre jetzt gescheit, völlig ohne irgendeine wissenschaftliche Basis. Nee, ich weiß nicht, wie Sie es sehen, aber ich frage mich, ob Bauchgefühl eigentlich das richtige Wort ist, weil ich glaube, es gibt was anderes noch. Es gibt sozusagen den Punkt, ich kann gewisse Entscheidungen aufgrund von Zahlen treffen, wenn ein Problem einfach genug ist. Mhm. Also ich kann in den Supermarkt gehen und mir überlegen, kaufe ich mir jetzt die Milch, weil ich möchte oder ich brauche die Milch, aber die kostet jetzt mehr. Ich glaube, das, was bei Ihnen ja die Herausforderung ist, ist nicht dieses Bauchgefühl, sondern die Welt ist so kompliziert und es gibt bei
jedem Thema, das ihr beantworten müsst, sozusagen tausende Aspekte. Also was bedeutet Interessen das sozial, was bedeutet das regional? Ja? Und ich weiß nicht, ob das dann Bauchgefühl ist, wir können es so nennen, aber vielleicht, um das ein bisschen aufzudröseln, Bauchgefühl ist dann für mich zu sagen, ich kann nicht alles immer in Zahlen erfassen. Da müssen wir auch mal in aller Bescheidenheit sozusagen das zugeben, ja, und nicht sagen, 42 ist die Antwort, sondern ich muss mit Erfahrung, mit Evidenz in einer Mischung diese tausenden Dinge irgendwann zusammenfließen zu lassen. Das ist halt meine naive und vielleicht sozusagen idealistische Weise. Und dann in Abstimmung mit anderen in der Politik versuchen, die Entscheidung zu treffen. Also ich glaube, das ist vielleicht für mich so das Bauchgefühl, diese Kompliziertheit der Welt zu versuchen, an Hut zu bringen. Und ich kann nur sagen, modellieren können wir es nicht immer. Also das stimmt natürlich total, aber genau das würde ich nicht als Bauchgefühl beschreiben. Das ist die Abwägung zwischen verschiedenen Dingen. Aber natürlich, wenn ich in der Früh höre, diese oder jene Entwicklung oder diese oder jene Aussage von einem Landeshauptmann oder das internationale Geschehen mit Russland, dann habe ich schon eine grundsätzliche Intuition oder dazu, Emotion, was den Tag heute prägen wird, was notwendig sein wird. Also müssen wir darauf eine Antwort finden, müssen wir schneller Antwort darauf finden, müssen wir andere Leute mit einbeziehen. Jetzt haben Sie gesagt, Sie können nicht alles modellieren. Können Sie eigentlich jetzt in Sachen Teuerung modellieren? Können Sie da abrufen? Ja, können schon, aber das können andere besser. Okay. Also das ist ähnlich wie bei der Ausbreitung von einer Epidemie und den Interventionen, das können wir ganz gut. Wir machen viele andere Dinge, wir arbeiten sehr intensiv mit der ÖBB zusammen, wir beschäftigen uns mit Mobilität, mit Logistik, wir beschäftigen uns auch mit der Auswirkung des Klimawandels. Was wir zum Beispiel sehr oft machen, auch mit dem IHS, ist, wir liefern dann unser virtuelles Bevölkerungsmodell, das ja nicht nur mit seinen 9 Millionen Menschen, die in Österreich leben, jetzt die Covid-Ausbreitung abbildet, sondern das in anderen Modulen den Zusammenhang mit Infrastruktur, das kann Verkehrsinfrastruktur, das kann räumliche Infrastruktur sein, das kann auch Energie sein, das können Transport- und Logistikprozesse sein. Da liefern wir in Zusammenarbeit mit anderen Teams dieses virtuelle Bevölkerungsmodell und das dockt dann zum Beispiel an ökonomische Modelle an. Also ich will sie jetzt nicht langweilen und zu komplizieren, aber sozusagen, man kann sich so vorstellen, und das ist das Spannende für uns dran, wir kooperieren dann in Forschungsprojekten und das ist das, was das Leben so spannend macht für uns und ich hoffe auch für mein Team, dass das sehr cool ist, weil wir halt, also ich werde ja zum Beispiel auf Twitter, kam jetzt auch, Sie haben von Twitter angefangen, ich zeige mir immer Twitter. Da schreibt man, also irgendeiner hat dann geschrieben, na, der Popper, davor hat er irgendwie Logistik modelliert und jetzt modelliert er plötzlich Epidemien. Was ja Blödsinn ist, weil wir seit 15 Jahren Epidemien modellieren und 6 Leute von meinen 20 Personen, die arbeiten jetzt sehr viel im Covid und auch im Gesundheitsbereich, aber die anderen 14 halt nicht. Also du machst das eh immer falsch auf Twitter, das ist auch so eine Entwicklung der aktuellen Zeit, aber da kennt sich die Frau Maurer, glaube ich, besser aus auf Twitter als ich. Was für uns cool ist, ist, wir können diese Dynamik der Bevölkerung zum Beispiel oder von Logistikprozessen anderen zur Verfügung stellen und arbeiten dann zum Beispiel mit dem IHS oder mit dem Complexity Hub, mit der Med-Uni sehr viel, mit der Universität Wien, mit der Alpen-Adria-Universität, mit vielen, vielen anderen Forscherinnen zusammen. Aber nein, ich werde jetzt nicht mich hinstellen und in der ZIP was über die Teuerung erzählen. Verstehe. Keine Sorge. Und auch nicht bei Ihnen. Aber wo haben Sie es denn jeweils als Erster bemerkt, dass es die Teuerung gibt? Gibt es eine Sache, wo Sie gesagt haben, da fällt es mir jetzt das erste Mal richtig auf, dass es mehr kostet? Also ehrlicherweise, das war ja absehbar und ist ja, also das ist, wir haben ja das erste Antiteuerungspaket im Dezember geschnürt. Und die Prognosen, die Inflationsprognosen, also in dem Fall waren es tatsächlich die Zahlen. Ja, wieder auf den Zahlen, genau. Die, bei denen man, wo man halt irgendwie realisiert hat. Und nämlich wesentlich früher als das in einem Supermarkt tatsächlich die Preise. Genau, wollte gerade sagen, also wenn man die Prognosen kennt, steht man dann nicht im Supermarkt und denkt sich, jetzt ist die Milch teurer geworden, sondern es ist eher das eingetreten, was man erwartet hat, wenn ich es richtig verstehe. Genau, das ist in der Politik oft so, dass man natürlich, also wir verfügen schon über sehr viele Informationen. Mhm. Mhm. Wo ist es Ihnen als Erste aufgefallen, Herr Popper? Beim Zollen. Ja, an der Kasse im Supermarkt. Ja, naja, ich habe gesagt, eben, wir beschäftigen uns nicht mit der Teuerung, womit wir uns eben beschäftigen, das habe ich jetzt nur kurz angerissen, sind die Prozesse dahinter. Und wenn du dir eben die Logistikprozesse anschaust, den Energiemarkt, wie der funktioniert,
dann sieht man eben in den Modellen schon, wie teilweise nicht resilient die Systeme sind. Nicht resilient bedeutet, dass sie nicht ausfallsicher sind, wenn es einmal ein bisschen, also da weht gerade der Wind, erfreulicherweise, und haut eine Mülltonne um. Also wenn sozusagen der Sturm ein bisschen blast, ja, dass die Systeme nicht anfangen zu schwanken. Mhm. Und natürlich, wenn man das weiß und wenn man das in Modellen sieht, dann kann man sich sozusagen überlegen, dass da was passieren wird. Das ist der Ausfall von Dingen, das ist die Teuerung von Dingen. Das, was mir, aber das ist nicht meine Expertise, das ist vielleicht eine Frage an die Politik, ein bisschen auffällt, ist, dass wir ähnlich wie bei Covid auch hier jetzt sozusagen so wankelmütig sind. So, ich habe den Eindruck, viele Jahre haben alle geglaubt, der Strom kommt aus der Steckdose und es ist eh alles super und wir leben in einer Rundumversorgungsgesellschaft. Nicht alle. Es geht vielen Menschen schlecht. Nein, das haben nicht alle geglaubt. Naja, und es geht auch vielen Menschen, das ist mir wichtig, schlecht und die wissen das. Aber so, es gibt gewisse Teile der Bevölkerung haben sich gedacht, das ist alles super. Was ich jetzt merke, ist, dass man so ein bisschen sehr fatalistisch ist. Also ich meine, jetzt was den Klimawandel betrifft, kann man sich, glaube ich, nur wenig genug sorgen. Aber ich glaube, wir müssen ja lösungsorientiert vorgehen. Also wenn ich mir jetzt manchmal Artikel in Zeitungen anschaue, jetzt natürlich nicht in Ihrer, aber in anderen, da denke ich mir, wir wissen jetzt, dass die Lage eh bescheiden ist. Aber ich glaube, wir müssen sozusagen eher zu konkreten Lösungen kommen und manchmal drehe ich das Radio auf, ja, und da kommt dann, ist quasi schon ein Wettbewerb, wer die schlechteste Nachricht hat. Frau Maurer, ich glaube, jetzt müssen wir Ihnen ganz kurz das Wort erteilen. Nein, das haben nicht alle geglaubt, so der Strom kommt aus der Steckdose, haben Sie gesagt? Nein, also ich meine, das ist ja, ich würde mir wünschen, es wäre nicht so, aber Grüne haben die Abhängigkeit von Putin immer und immer thematisiert. Man kann reden vom Werner Kogler Ausgraben von 2008 angefangen, natürlich über diese Leitl'sche Putin-Begrüßung und so weiter, wo wir immer davor gewarnt haben. Und ich meine, es ist ungeheuerlich, dass und zwar alle drei Parteien, die Sozialdemokratie an vorderster Front, der Herr Christian Kern, der jetzt auf Twitter sehr gute Ratschläge zu geben glaubt, wie wir denn diese Krise meistern sollen, der ist in den russischen Staatsunternehmen gesessen, schon wo die Waffenlieferungen mit den Zügen mit seiner Bahn geführt worden sind. Die haben die Abhängigkeit von Russland massiv weiter befördert. Rainer Seele ist jetzt nicht entlastet worden, aus gutem Grund. Wir haben zum Glück einen riesigen Schritt jetzt gemacht, dass die OMV die Pipeline-Kapazitäten gebucht hat für 40 Terawattstunden. Das ist mir ein bisschen zu untergegangen, was das bedeutet in der Reduktion der Abhängigkeit. Also wir haben, das ist ein riesiger Schritt. Wir haben dort Gasfelder, wir sind damit auch angeschlossen an Rotterdam und so weiter. Das ist ein Durchbruch, das Durchbrechen der Abhängigkeit von Putin betrifft. Ich glaube, ich habe das in Relation zu setzen, ich habe mir das mal angeschaut. Ich glaube, in Österreich, oder letztes Jahr hat Österreich, glaube ich, 10 Kilowattstunden gebraucht im Monat Dezember an Gas. Terawattstunden. Also wir haben einen Jahresbedarf von 90 Terawattstunden circa pro Jahr. Genau. Nur um die 40 in Relation zu setzen. Genau, also die 40 Terawattstunden sind viel. Und dementsprechend ist es ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Aber selbstverständlich ist das, was Grüne immer gesagt haben, raus aus Öl und Gas, das war immer grüne Mission und das ist jetzt Staatsräson. Und jetzt haben es alle hoffentlich kapiert. Und das ist das, woran man einfach mit einem riesengroßen Engagement und mit Tempo dran arbeiten muss. Und ich wundere mich dann schon sehr, wenn Funktionäre, Hochrangige aus der Wirtschaftskammer glauben, wir können immer noch so tun, als wäre das Einbauen einer Gasheizung im Jahr 2023 kein Schaden. Das ist völlig unverantwortlich gegenüber den Familien, die das betrifft. Und dementsprechend muss da der gesamte Druck drauf, sowohl aus der Wissenschaft als auch natürlich aus der Politik. Wir müssen raus aus dem dreckigen Zeug und rein in die Erneuerbaren. Da passiert viel, aber insbesondere aus den Ländern würde man da auch noch mehr erwarten, dass sie mehr Tempo machen. Mhm. Herr Bauer, Sie haben auch gezeigt. Ja, das ist jetzt natürlich eine schwierige Situation, weil die Frau Maurer natürlich jetzt die Position der Grünen vertritt. Und wenn ich sozusagen Kritik übe, dann ist das ja mehr sozusagen gegenüber der politischen Kaste. Und natürlich ist mir bewusst, dass es da Unterschiede gibt. Also ich habe auch sehr kreativ gefunden, dass ein Vertreter aus Oberösterreich irgendwie gemeint hat, naja, jetzt können wir uns ja wieder überlegen, die Atomenergie
zu machen, da denke ich mal, man sollte vielleicht Dinge, die man sehr lange diskutiert und sich reiflich überlegt hat, dann nicht gleich über Bord werfen, nur wenn es eben ein bisschen stürmt. Aber sozusagen, das ist ja nicht mein Job, jetzt zwischen den politischen Parteien zu unterscheiden. Ich habe aber in dem Fall gar nicht die Politik gemeint, sondern ich habe eigentlich uns als alle gemeint. Also ich habe selbstkritisch gemeint, wie gesagt, vielen Leuten ging es auch schon vor Covid und vor diesen Dingen schlecht und die wissen, dass die Welt kein Rosengarten ist. Aber manchmal, ich werde dann immer gefragt, naja, Herr Popper, wie wird es jetzt weitergehen? Wird uns Covid ewig bleiben und jetzt gibt es neue Probleme? Wie schauen da die Prognosen aus? Und dann sage ich, naja, es wird halt nicht alles lustig werden. Ja, die Welt wird nicht gleich untergehen. Aber die Vorstellung, dass eben immer alles super ist und alles super rennt, da habe ich manchmal den Eindruck, dass wir selbstkritisch eben die hatten. Ja, ich bin in den 70er Jahren geboren. Ich habe keine großen Krisen erlebt. Ja. Und selbst die Finanzkrise, wenn man ehrlich ist, ist in Österreich jetzt irgendwie so ein bisschen vorübergegangen. Und jetzt sind da mal Zeiten, wo es nicht spaßig wird. Aber was wir mit unseren Modellen versuchen, ist aufzuzeigen, was sind die Potenziale, wie kann man es ändern, was sind vernünftige Entscheidungen. Und dann gibt es einfache Antworten mit Nein, Atomenergie ist keine gute Antwort. Und ich meine, wie die in Brüssel jetzt entschieden haben, dass die Atomenergie irgendwie eine grüne Alternative ist, da fragst du dich als EU-Bürger, da denke ich mir dann auch, ich würde vielleicht doch gerne aus der EU austreten. Nein, war nur ein Spaß, möchte ich nicht. Das machen wir natürlich nicht. Die Leonore löst es mit einer Klage. Also Leonore Gewessler wird eine Klage einbringen gegen die Kommission für diese Entscheidung. Also man bescheinigt ja mir manchmal, dass ich an etwas, einem übersteigerten Ego leide, aber das ist jetzt auch nicht schlecht, dass die wir sind sehr sicher, dass das gelingt. Ja. Also dass diese Einstufung von Atomenergie als grüne Alternative, die Kriterien, die für diese Förderungen, weil darum geht es ja, es geht ja darum, wofür kann EU-Geld verwendet werden, um die Energiewende zu schaffen, und nach für Atom kann es nicht verwendet werden. Und das ist, also um das vielleicht auch nochmal, weil ich höre diese Diskussionen auch zum Teil jetzt wieder, Atomenergie ist wirtschaftlich völlig unrentabel, völlig. Atomkraftwerke haben, also das, allein was die an Wasserverbrauch haben, ist völlig irre. Und das wäre nie umsetzbar gewesen, wenn das nicht massiv staatlich subventioniert gewesen wäre. Dazu kommen noch andere Dinge. Uran ist jetzt auch nicht gerade unbegrenzt vorhanden. Also es ist einfach insgesamt eine scheiß Idee, um es zu lassen. Aber wie kommt die EU-Kommission denn drauf? Entschuldigung. Naja, da gibt es Staaten, die natürlich viele Atomkraftwerke haben und die entsprechend lobbyieren, Frankreich. Naja, und die, vor allem die Industrie haben die Atomkraftwerke bauen. Das ist noch spannender, weil exportieren ist noch cooler, wie sich selbst hinzustellen. Und ich gebe der Frau Maurer ungern recht. Aber das mit der Atomenergie... Naja, wir sollen ja kontrovers diskutieren, oder? Habe ich gedacht. Nein, aber das, dass die Atomenergie zum Beispiel falsch gewertet wird, das ist ein super Beispiel, wie schlechte Modelle funktionieren. Also was schlechte Modelle sind. Bei der Atomenergie, und das hat, also kurze Vorlesung, das hat mit der Systemgrenze zu tun. Ja? Also das heißt, wenn du diese Grenze zu klein wählst und sagst, na, ich schaue mir jetzt nur an, was kostet sozusagen dieses Atomkraftwerk im Betrieb, ja? Also was baue ich da und was kommt da in Energie rein und wie viele Leute arbeiten da, dann ist das natürlich lieb, aber völlig falsch, weil es geht nicht um den Wasserverbrauch, sondern es geht zum Beispiel um eine Kostenbewertung des Risikos und der Lagerung der Abfälle. Und die ist nie passiert, gescheit, in all diesen Bewertungsmodellen. Na, und dann kann ich sozusagen leicht sagen, das geht sich aus. Aber jeder in seinem eigenen Haushalt würde wissen, wenn ich sage, na ja, gut, ich rechne Miete, Gas, Strom und ein bisschen Essen. Und dann geht sich sozusagen irgendwie, keine Ahnung, der Urlaub in der Karibik eh aus. Und ich habe vergessen, dass ich Kleidung brauche und was weiß ich was und für die Kinder gehört. Da lüge ich mir in die Hucke. Und das funktioniert eben bei Atomkraftwerken leider seit vielen Jahrzehnten, dass da die Modelle, die Systemgrenze falsch gewählt wurde und ich schlicht und einfach falsch gerechnet habe. Und da geht es eben darum, diese Dinge transparent zu machen. Und da müssen wir, glaube ich, eben noch viel tun in der Zukunft. Und das werden wir jetzt beim Klimawandel sehen. Es geht ja nicht um die Klimamodelle. Also wir werden dann immer gefragt, rechnet ihr jetzt zum Beispiel Klimamodelle? Sage ich, na, die gibt's. Da gibt es super Modelle. Und das ist ein irrsinniger wissenschaftlicher Durchbruch, dass man sich jetzt einmal geeinigt hat, dass es eine Klimaerwärmung gibt und dass das bis auf wenige eigentlich nicht mehr kritisierbar ist. Jetzt geht es darum zu sagen, was bedeutet das für die Böden zum Beispiel in Österreich? Was bedeutet das für verschiedene Subsysteme?
Und vor allem, was können wir ändern? Wie können wir den Verkehr ändern? Wie können wir die Raumplanung ändern? Wie können wir all die Systeme gemeinsam ändern? Und ich glaube, da können wir vielleicht und viele Kolleginnen und Kollegen mit den Modellen helfen, die Politik zu unterstützen, das möglichst transparent zu machen. Und Modelle können auch extrem gut, Werbeeinschaltung ist gleich vorüber, als Change Management, also als Diskussionstool dienen. Dass man sich zusammensetzt und sagt, was würde das jetzt bedeuten? Wo habe ich einen Vorteil, aber in welchen Teilen habe ich auch einen Nachteil? Weil jede Handlung hat einen Nachteil auch immer. Und das kann man mit Modellen, und das haben wir schon auch ausprobiert, sehr gut unterstützen, diese Prozesse. Aber ich glaube, da ist gerade einiges im Werden. Naja, also ich meine, das ist ein sehr guter Punkt, der da angesprochen wird, weil natürlich ist die gesamte Betrachtungsweise von, also in der gesamten Diskussion zur Klimakrise und auch zum Umweltschutz, ist immer isoliert betrachtet worden, da ja wegen der Chemikalie, die super funktioniert hat, aber nicht bedacht, was das für die Umwelt, für die Luft, keine Ahnung, für die Leute, die da arbeiten müssen, bedeutet. Und deswegen reden wir ja immer von Kostenwahrheit. Es geht ja letztlich darum, die Schäden, die indirekt verursacht werden durch die, durch beispielsweise das Verbrennen von fossilen Energieträgern entstehen, einzupreisen. Und da hat man den Planeten einfach, also das hat man einfach viele, viele Jahrzehnte ignoriert. Und unsere Aufgabe ist es jetzt, alles dafür zu tun, dass eben die nicht schädlichen Energien, also das, also alles, was, also die Sonne schickt keine Rechnung, darauf umzustellen. Und da sind wir natürlich auf die Wissenschaft angewiesen, die in dieser Frage auch zum Teil versagt hat. Weil? Weil schon auch größere Teile der Wissenschaft diese Aspekte, also insbesondere auch ein Haufen wachstumsorientierte Ökonomen, die Umweltkosten nicht in der Art und Weise eingepreist haben. Also es ist ja, da ist es schon so, dass Verluste sozialisiert werden, Gewinne privatisiert. Das ist ein grundsätzliches Problem in unserer Gesellschaft, im Kapitalismus an sich. Ja. Wenn man da dann einseitig nur drauf schaut, was heißt das jetzt für den Staat, was heißt das für einzelnes Unternehmen an Gewinnen, an Wachstum, dann ist es problematisch. Und ich glaube schon, dass man insgesamt auch in diesen Fragen jetzt anders denkt. Also es ist inzwischen, also ich kann mich nur erinnern, vor ein paar Jahren war alles, was beyond GDP, also über das BIP hinausgehend orientierte Betrachtungsweisen noch sehr belächelt wurden. Das ist inzwischen State of the Art und auch beispielsweise der Chef des Fiskalrats, der Herr Badl, ist da sehr dahinter, dass diese Betrachtungsweisen mehr Bedeutung bekommen. Ich glaube, das ist eigentlich der Inbegriff von Nachhaltigkeit. Da muss ich Ihnen schon wieder recht geben. Sowas. Nein, das ist aber genau das, was ich gemeint habe mit den Systemgrenzen. Also die sind eben falsch bemessen. Das nennt man sozusagen die Outcome-Größen, würde man sagen, sind sozusagen die falschen. Die sind immer rein ökonomisch gewesen in der Geschichte. Dann hat man irgendwann angefangen, ökologisch dazu zu geben. Dann hat man irgendwann angefangen, das Soziale auch dazu zu geben. Das ist übrigens, was ganz interessant ist, warum wir in so vielen verschiedenen Bereichen mit vielen anderen Fachexperten modellieren. Aus dem Gesundheitssystem kann man da sehr viel übernehmen. Warum? Das Gesundheitssystem hat eine einzigartige Eigenschaft. Es zahlt wer anderer wie der konsumiert. Also es gibt sozusagen die Sozialversicherung oder den Staat, der idealerweise in Ländern wie Österreich zahlt. Und deshalb brauchst du dort eine Evaluierung, also evidenzbasierte Medizin, damit einmal entschieden wird, ob sie oder ich eine Therapie bekommen oder nicht. Und deshalb gibt es dort eine Forschung über den Outcome und über Indikatoren und deshalb kann man von dem Bereich, auch in anderen Bereichen, wir haben gestern gerade mit einem Kollegen von der WU geredet, sehr viel für andere Bereiche lernen und da müssen wir aber noch viel tun, um auch mal eine andere Politikerin zu loben, die Frau Rauch-Kallert war das, glaube ich, die hat einmal schon vor 10 Jahren oder vor 15 Jahren gesagt, man müsste jedes Gesetz eigentlich danach bewerten, was der Impact ist. Ich glaube, sie war das. Und das habe ich damals schon extrem spannend gefunden, weil das wäre, glaube ich, eine gute Idee. Ich möchte jetzt noch zum Schluss einen rasanten Themenwechsel machen. Wir haben uns ja auch die Konstellation mit Ihnen beiden einfallen lassen, weil wenn man Ihre beiden Lebensgeschichten, Porträts über Sie nachliest, dann findet sich eine Gemeinsamkeit. Ich glaube zu wissen, Sie sind beide interessiert oder optisch begeistert. Das haben jetzt auch Sie gesagt, begeisterte Jazzfans oder Jazzhörer und Hörerinnen. Und ich glaube, Sie haben sogar beide in Ihrem, also Sie, glaube ich, Herr Popper, Sie haben ja sogar begonnen, Jazztheorie zu studieren.
und Philosophie, glaube ich. Beides wurde nicht fertig, oder? Warum eigentlich? Beides erfolglos abgebrochen. Und Sie, Frau Maurer, hätten sich auch interessiert, zumindest in die Richtung, oder? Naja, ich habe völlig fehlgeleitet Musikwissenschaft studiert. Ich wollte eigentlich Jazzsängerin werden, war zu spät dran. Also ich war zu spät dran und gleichzeitig zu feig für die Aufnahmeprüfung am Bruckner Konz. Habe dann Musikwissenschaft studiert und bin in die Politik gestolpert, weil Karl-Heinz Grasser das Studium damals abschaffen wollte. Aber die Jazzliebe ist an sich geblieben, das und haben Beruf nicht. Haben Sie Zeit, bewusst auf Konzerte, also jetzt geht es ja wieder, auf Konzerte zu gehen oder sich damit irgendwie auseinanderzusetzen? Also ich höre natürlich, wann immer ich irgendwie Zeit habe, schon Musik, aber es ist ehrlicherweise sehr wenig. Also ich habe hab an sich auch ein Jahresabo, eine Jahreskarte fürs Porgy. Mhm. Aber da wurde ich auch sehr lange nicht mehr gesehen. Ich wollte jetzt sagen, da habe ich sie noch nie getroffen. Sie gehen regelmäßig? Ja, auch zu selten. Aber ich habe seit, glaube ich, eine der ersten Jahreskarten oder eine der sehr frühen Jahreskarten von Porgy und Bess. Mhm. Aber es ist ja bezeichnend, weil ich hatte eine Musikerkarte in den 90er Jahren. Und irgendwann in den Nullerjahren hat mir dann das Porgy geschrieben, ob ich ernsthaft noch berechtigt bin, eine Musikerkarte zu haben. Und dann musste weil das muss man ja auch sagen, Sie sind auch Saxophonist, richtig? Ja, musste ich zugeben, dass das nicht mehr legitimierbar ist und dann sind wir umgestiegen. Aber ich finde das schon interessant, also zwei Personen, die sich sehr für Musik interessieren, die das eben sogar mal studiert haben. Was hat eigentlich Musik mit den Themenfeldern, in denen Sie jetzt beruflich tätig sind, zu tun? Also man würde sagen, Musik, so schön und Kunst, im Gegensatz zur trockenen Politik und der, Sie verzeihen, noch trockenen Mathematik. Wie geht denn das? Naja, also ich finde, das, was Jazz ja auszeichnet und was ihn so spannend macht, ist die Improvisation. Mhm. Also, und das ist natürlich eine Parallele zu dem, was ich jetzt mache, wobei, also politisch improvisieren kann ich sicher wesentlich besser als Jazz. Also sich auf andere Rahmenbedingungen einstellen, sehr kurzfristig und auch kreativ zu sein und kreative Lösungen zu finden, wenn das, was auf dem Notenblatt steht, nicht klar einhaltbar ist, weil man es möglicherweise nicht da spielt oder das singt oder weil halt der Bassist gerade sich irgendwo hin vergaloppiert. Das ist eine Metapher, die auf die Politik natürlich sehr gut übersetzbar ist, mhm. wo man auch sehr, sehr schnell Entscheidungen treffen muss, sehr schnell reagieren muss und dabei darauf achten muss, dass es für das zuhörende Publikum möglichst viel Sinn macht und erträglich ist. Erträglich. Nee, ich glaube, es ist das Zusammenspiel, ne? was wie Sie gerade gesagt das, haben. Ja. Also eben dieses, wenn der Bassist gerade irgendwas macht, muss ich mich dran anpassen, weil sonst gehe ich auch unter. Und das ist wahrscheinlich in der Politik das Gleiche und das ist bei uns auch sehr ähnlich, dass ich muss mich an Rahmenbedingungen adaptieren, ich muss flexibel sein. Ich sollte das gut können, was ich mache. Ich sollte geübt haben. Aber dann muss ich es mit anderen oder soll ich es mit anderen umsetzen, weil es gibt heutzutage, also zumindest in der Politik und in der Wissenschaft, keine One-Woman oder One-Man-Show mehr. Mhm. Es ist alles wie in einer Band? Ja. Es ist schon vieles wie in einer Band, ja. Also es gibt eine Geschichte, ich weiß nicht genau, von wem sie ist, ob von Leibniz oder so. Da gibt es eine Anekdote, da ist er gefragt worden, ob sein Student noch bei ihm studiert. Und er sagt, na, der hat aufgehört, der macht jetzt Musik, weil für Mathematik war er zu unkreativ. Ah ja, na bitte. Also insofern, das Mathematik finde ich nicht so trocken, aber ich bin jetzt auch kein theoretischer Mathematiker. Sondern wir versuchen ja nur die Welt nachzubauen. Mhm. Ich würde Sie ja beide wahnsinnig gern dazu bringen, dass Sie uns jetzt was vorspielen oder vorsingen. Ich weiß, dass das jetzt nicht passieren wird, auch wegen der mangelnden Saxophonversorgung in unserem Stadtstudio. Aber ich bedanke mich trotzdem ganz herzlich, dass Sie da waren. Danke fürs Gespräch. Bei Ihnen, liebe Zuschauer, bedanke ich mich auch fürs Dabeisein. Auf Wiedersehen und bis bald. Das war ein Kurier Sommergespräch. Ton und Schnitt von Dominik Kanzian, produziert von Elias Nadmesnik. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann abonniert uns doch auf Apple Podcast, Spotify oder Google Podcast und hinterlasst uns gerne eine Bewertung.
Mehr Podcasts findet ihr auch auf www.kurier.at/podcasts. Danke, dass ihr eingeschaltet habt.